Ja, hallo, ich bin der Luis, bin 14 Jahre alt. Ich komme aus der Neustadt. Also ich bin der Dominik, komme aus Quakenbrück, wohne zwar in der Altstadt, bin aber sehr oft mit meinen Freunden in der Neustadt. Hänge da halt viel, also eine lange Zeit schon ab. Den Platz finde ich hier öde, weil der Basketballkorb ist hier in der Ecke, wo hier keiner spielen will, weil es da erstens am Wald ist, Waldrand. Zweitens hat man hier genügend Platz, dass man ein bisschen größer machen kann, den Basketballplatz, und noch ein bisschen dazu bauen kann. Hier war früher Fußballverein, ein türkischer. Da vorne an so einer weißen Blockhütte, da ist alles voller Graffiti. Ja, das war eigentlich schon geplant, aber ja, haben die sich umgezogen. Hier in der Neustadt soll es mal einen Abenteuerspielplatz gegeben haben. Wir haben mal nachgeforscht, wo und wie er ist. Guck mal, da ist ein Bike-Schild. Oh. Und da geht's lang. Ja, aber wie weit? Hier in der Neustadt gibt, oder eher gesagt gab, es mal einen BMX-Park, der nun aber leider nicht mehr genutzt wird, da er viel zu zugewachsen ist. Wir haben uns auf Spurensuche übergeben. Es gibt in der Neustadt vier Spielplätze und wir haben uns einen ausgesucht und dann gucken wir jetzt erstmal gründlich. Hier, wie man hinter mir sieht, ist ein Eingang, den man ein bisschen suchen muss. Ja, wie man hier sieht, hier ist keiner, weil diesen Spielplatz findet man nicht so schnell. Man muss gründlicher suchen. Ja, hinter mir sieht man zumindest eine heile Rutsche, eine heile Wippe und eine... Also ich finde nicht, dass hier vier Spielplätze ausreichen, weil es gibt hier wirklich viele kleine Kinder, die brauchen viel mehr Möglichkeiten zum Austoben. Wir sind hier gerade auf dem Fußballplatz, in Klammern Bolzplatz. Wie man hier sieht, links neben mir ist eine Pfütze. Da, ja, hier sind Maulwurfshügel, Treckerreifenspuren, der Platz ist zu klein, das Haus steht zu nah. Wenn man da aus Versehen gegen das Haus schießt, kriegt man sofort eine Anzeige, weil zum Beispiel irgendwas kaputt ist. Ja, hinter mir, was ich gut finde, dahinter ist ein Spielplatz. Da kann man sich zumindest hinsetzen. Dass ja die Fußballplätze heile gemacht werden, dass an dem Basketballkorb, dass an die Basketballkörbe auch ein Korb dran kommt und ja, dass halt die kleineren auch mehr Spielmöglichkeiten gibt. Eine bessere BMX-Bahn, eine Skaterbahn vielleicht und ja, dass wir zumindest Wegweiser sind zum Spielplatz.